Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es um den Haley-Build. Werdet ihr wahrscheinlich schon am Titel erraten haben. Haley hatte ich ja schon vor ein paar Wochen, als sie rauskam, was zu hochgeladen. Aber jetzt ist Haley nicht ganz final, aber auf jeden Fall mal viel, viel besser ausgestattet, als es noch vor einigen Tagen war. Und ich würde sagen, wir gehen am besten als erstes rein ins Gameplay. Gegen den Pyromanen ist klar, Pyromane hat ja eine Eisschwäche, da ist Haley natürlich extrem brutal gegen. Deswegen werde ich den Pyromanen einfach mal hier irgendwo einblenden. Aber wir machen einfach mal, keine Ahnung, vielleicht die Leichenbraut, die ist ja Eis und hat eine Eisstärke, damit ihr seht, wie stark ist Haley mit dem Bild, den ich hier gebastelt habe. Was wichtig ist bei Haley, ist, dass ihr sowohl einmal die dritte Attacke zündet, als auch die erste Attacke, bevor ihr dann einmal mit der Ult drauf schießt. Deswegen werde ich immer, sobald der Boss da ist, einmal die dritte Attacke zünden, dann gehe ich in die Ult. Und wenn ihr in der Ult seid, dann könnt ihr die erste Attacke spammen. Und sobald die drauf geht, könnt ihr dann zielen. Und wenn ihr besser zielen könnt als ich, dann macht ihr sie auch down. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr noch ein bisschen besser seid als ich, dann schafft ihr das sogar, bevor eure Ult vorbei ist. Na komm, na, da war's. Ja, wenn ihr ein bisschen besser im Zielen seid, vielleicht auch nicht mit dem Controller unterwegs seid, sondern mit dem PC und Maus und Tastatur, dann könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen besser zielen als ich. Aber das war Leichenbraut. Und genau das, was ich gerade gemacht habe, genauso sieht das bei jedem anderen Boss auch aus. Jo, beim Verschlinger geht's auch. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Verschlinger geht auch. Ich spiele das Ganze hier mit dem durchdringenden Licht. Das ist auch so mit die beste Waffe, die ihr nehmen könnt. Es gibt noch Abwandlungen davon, aber so wie ich das hier spiele, mit dem durchdringenden Licht, natürlich auf Leistungsstufe 4 und mit Schwachpunktschaden, mit Bonusschaden gegen Kolosse, Schusswaffenangriff und Schusswaffen-Crit-Schaden. Das sind auch die vier Dinger, die ich euch raten würde. Crit-Chance braucht ihr auf gar keinen Fall. Wieso, erkläre ich euch gleich. Dazu ein Reaktor mit durchdringendes Licht. Das macht natürlich Sinn. Kältefertigkeitsstärke und dann unten auf jeden Fall wieder Schaden gegen Kolosse und dann Crit-Schaden. Ich habe hier leider Crit-Rate drin, weil ich keinen besseren bisher gefunden habe. Und Dimensionsfertigkeitsstärke ist auch falsch. Da solltet ihr auf jeden Fall Singular nehmen, weil die Attacke ja hier auf Singular geht. Das heißt, ihr braucht hier einen Reaktor mit durchdringendes Licht, Singular und unten Kolossschaden und Crit-Schaden. Bei den Komponenten habe ich mich hier für Metzler entschieden. Metzler, genau wie bei Lepic auch, gibt einfach nochmal mehr Fertigkeitsstärke. Und bei den Modulen auf durchdringendes Licht sind es auch die Standardsachen wie immer: einmal Crit-Schaden, gesteigerte Konzentration, Konzentrationspriorität für noch mehr Crit-Schaden. Das sind die beiden Crit-Sachen. Dann Schwachpunktschaden und verstärkter Drall, die auch immer mit drin sind. Wirkung gegen Wirkung, was immer mit drin ist. Erweiterte Waffenladung macht, dass eure Ult-Attacke anstatt 4 Schüsse 6 Schüsse hat. Und dann nochmal Schwachpunkterhöhung, einfach um nochmal den Schaden zu erhöhen, wenn ihr einen Schwachpunkttreffer landet. Ich habe die noch nicht so oft gelevelt, durchdringendes Licht. Wenn wir hier auf die Sockel gucken, sind wir hier gerade mal bei 4 Stück. Wenn ihr da noch ein paar mehr reinmacht, dann könnt ihr nochmal ein Crit-Modul reinmachen und noch ein Modul, um eure Schüsse von 6 auf 7 zu heben. Aber das hier, ja, das reicht eigentlich schon, habt ihr ja gerade gesehen. Wenn ihr da noch mehr machen wollt, geht das natürlich, aber das ist auf jeden Fall das, was ihr mindestens braucht. Und dann bei Haley. Haley habe ich auch noch gar nicht so oft auf 40 gehabt. Wie viele Sockeltypen habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Und habe hier ganz normal natürlich mein Luftmanöver drin. Ich habe hier aktuell Zeitverteilung drin, aber das ist absolut nicht notwendig. Das ist eigentlich nur ein Lückenfüller. Gibt mir 50% mehr Leben und ein bisschen Abklingzeit, aber das könnt ihr auch rausnehmen. Erleuchtung für mehr MP,
wegen eurer dritten Attacke, da sage ich gleich nochmal was zu. Frontlinien und Notfallmaßnahmen für Crit. Flinke Finger für Abklingzeit ist auch absolut nicht notwendig, könnt ihr im Prinzip auch rausnehmen. Was wichtig ist, ist hier auf jeden Fall Fertigkeitskonzentration für 115% bei Crit-Schaden. Maximale LP ist auch nicht relevant, aber dann hier nochmal Kälte, Fertigkeitsstärke. Also das ist auf jeden Fall das Mindeste und alles andere, was ich noch dazu gepackt habe, ist dann eher nice to have. Wichtig ist, wegen der passiven Fähigkeit immer schön weit wegzustehen. Ihr müsst nicht ultra weit wegstehen, aber 25 Meter sollten es schon sein. Eure dritte Attacke hier müsst ihr immer zünden, damit ihr die maximalen Stats, die maximalen Stapel bekommt. Das sind hier in dem Fall 16 Stück und die solltet ihr auf jeden Fall auch versuchen zu erreichen. Deswegen habt ihr vielleicht in meinem Footage gesehen, wenn ich gegen Bosse kämpfe, zünde ich diese Attacke immer als erstes, wenn der Boss erscheint. So dass, wenn ihr den ersten Schuss landet, ihr hier auf jeden Fall 16 Stapel habt, weil mit den Stapeln kriegt ihr mehr Crit-Rate. Wenn ich hier auf meine Crit-Rate schaue, dann seht ihr gerade eine Fertigkeiten-Crit-Rate von 11%. Und bei der Waffe von 40%. Und wenn ich jetzt die dritte Attacke zünde, dann seht ihr, wie das hier hochgeht. 27, 33, 39, 44, 50, 55, 61, 67, 72, 78, 83, 89, 95, 100. Und genau so wollt ihr das auch haben. Wenn die maximalen Stapel da sind, habt ihr eine Fertigkeits-Crit-Rate von 100% und eure Schusswaffen-Crit-Rate ist bei 80%. Ich würde euch also auf jeden Fall raten, wenn ihr die Waffe einmal mehr gelevelt habt als ich, noch die bessere Erkenntnis mit reinzunehmen, weil damit kriegt ihr dann noch diese 20% mehr Crit-Chance mit rein. Aber 80 ist auch vollkommen genug. Und wieso habe ich Erleuchtung drin? Weil die dritte Attacke die ganze Zeit Mana zieht. Pro Sekunde, pro Zyklus hat das hier Mana-Kosten. Und deswegen habe ich einfach Erleuchtung mit reingenommen, um nochmal mehr Mana zu haben. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr in eurem Set hier auch maximale Mana drin habt. Mehr Mana ist auf jeden Fall besser, weil dann könnt ihr eure dritte Attacke einfach länger laufen lassen. Die erste Attacke zündet ihr eigentlich auch nur, um nochmal zusätzlichen Schaden 12 Sekunden lang zu bekommen. Das solltet ihr auf jeden Fall auch vor hier, bevor ihr den ersten Schuss absetzt, einmal zünden. Und dann geht es einfach darum, eure Schwachpunkttreffer rauszuhauen. Jetzt nochmal live bei einem Boss. Am Anfang macht ihr erstmal gar nichts, außer euch einen Punkt zu suchen, wo ihr die Schwachpunkte auch treffen könnt. Ich gehe eigentlich meistens einfach frontal vor dem Boss. Gerade wenn ihr Solo seid, ist das eh egal, wo ihr steht. Stell mich hier hin und warte, dass er erscheint. Und sobald er erscheint, oder so nach Gefühl, setze ich die dritte Attacke ein. Dann gehe ich sofort in die Ult. Und dann spamme ich die ganze Zeit die X-Attacke. Da steht dann in der Mitte kein Ziel. Und sobald ich ein Ziel habe, greift das automatisch an. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr gut trefft. Das ist, das geht dann schon ganz gut klar. Und das war es dann auch schon. Weil die, ihr habt es gerade gesehen, die Ult macht dann einfach unfassbar viel Schaden. Irgendwie 3 Millionen mal 2 oder irgendwie sowas. Also, es ist einfach crazy. Beim Pyroman bietet sie natürlich am meisten an, wegen dem Eisschaden. Aber ich habe es ja eben gesehen, bei Leichenbraut geht es auch. Es geht auch beim Verschlinger. Das geht überall. Und wenn ihr die Waffe noch mehrmals gelevelt habt, dann könnt ihr hier natürlich auch noch Feuerschaden drauf machen und dann gegen den Frostläufer einsetzen und. Ja, der Build ist einfach wirklich extrem nice. Ja, das war der Bosskiller-Build. Den könnt ihr so tatsächlich auch schon nachbauen. Die roten Module, die reinkommen werden, sind ja für die Ultimate und für die erste Attacke und wird dann den Build wahrscheinlich einfach nur nochmal stärker machen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr nicht zu The First Descent verpassen wollt, am 10.10. kommt ja das Update raus, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf diesem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.